So, jetzt aber mal die zweite Aufnahme, beziehungsweise jetzt mit der wirklichen Aufnahme. Heute Nachmittag schon an der gleichen Stelle hier gestanden und einfach mal nicht den Aufnahmeknopf gedrückt. Ja, das passiert halt leider. Also einfach doch nicht richtig in die Aufnahme reingegangen und dann einfach mal hier schön eine halbe Stunde quatschen und am Ende kommt nichts dabei rum. Sehr ärgerlich. Aber jetzt nochmal das Ganze und jetzt nochmal der Take von heute Mittag hier an der Stelle auf Regenbogenstint. Und ja, es geht natürlich noch einiges andere hier mit rein. Es sind einige Beifänge jetzt hier. Und eigentlich bin ich ganz zufrieden damit, das Ganze jetzt hier nochmal zu testen. Nochmal an der gleichen Stelle. Ich kann auch gleich nochmal zwei andere Spots zeigen, die ich auch getestet habe heute Mittag. Und ja, auch wenn die nicht so gut waren wie die Stelle jetzt hier. Für Regenbogenstint testen wir einfach weiter. Und was man jetzt schon sagen muss, es ändert sich ein bisschen von den Fischen her. Ein bisschen andere Fische gehen rein. Na komm, nicht gehakt, schade. Und zwar diese kleine sibirische Maräne. Die war heute Mittag nicht so drin und heute Mittag war es ein bisschen kühler. Jetzt so langsam, ja, mit 13 Grad. Ja, es geht ja schon noch in Richtung Abendstunden. Aber wie gesagt, heute Mittag war es ein bisschen kühler. Aalande waren auch da, diese kleinen hier, genau so. Ich bin relativ fein und klein unterwegs hier. Wir gucken da gleich mal rein. Man kann hier natürlich auch mit der Bolognese-Route stehen. Mit der Stippe könnt ihr euch hier hinstellen. Geht alles ganz gut. Und ich verwende auch jetzt hier gerade die Matchrouten ähnlich wie eine Stippe. Das heißt, ich lasse die eine Zeit lang wegtreiben. Und dann kommen die aber auch wieder rein. Ich lasse die jetzt nicht so ewig lange treiben. Das gerade eben, dieser ganz schnelle Abzieher, das war höchstwahrscheinlich sowas wie eine Bachforelle oder vielleicht eine Esche. Die ballern da auch gerne mal so ganz doll rein. Und dann auch super schnell. Und dann muss man aber auch sehr schnell reagieren können. Deswegen, wenn ihr hier nur mit einer Rute unterwegs seid, ist das gar nicht so schlimm. Kann man gerne machen. Jetzt muss ich mich allerdings schon ein bisschen beeilen, denn hier wird es so langsam schon dunkel. Und ja, die Morgenstunden und so, die waren auch vorhin sehr ergiebig. Und ich hatte in einer halben Stunde ungefähr 150 Silber. Jetzt sind wir hier gerade bei 50 Silber in 8 Minuten. Auch das ist natürlich schon ganz nett. Aber da geht definitiv natürlich noch ein bisschen mehr. Und gerade auch so ab, ja, ich sag mal so morgens 4 Uhr, da geht es dann eben richtig gut los. Ich werfe nochmal an die Stelle hin, jetzt hier mit der Route, wo die ganze Zeit die Regenbogenstinte waren. Passt das? Exakt da. Exakt da. Und dann von der Tiefe her zwischen, sagen wir mal zwischen 60 und 90 Zentimeter. So in diesem Bereich zwischen 60 und 90 Zentimeter habe ich viel rumprobiert. Und ja, da sind sie dann eben auch immer wieder reingegangen. Dann habe ich auch ein paar Köder probiert. Hängen geblieben bin ich dann. Na, gucken wir. Ach, nicht gehakt. Hängen geblieben bin ich dann hier bei dieser Köderkombination auf Eintagsfliegenlarve und Mistwurm. Hat am besten funktioniert. Ich hatte auch Steinfliege mit drauf zum Beispiel. Das war dann nicht so gut. Übrigens sind hier auch einige Lennox reingegangen. Lennox auf Pose war auch richtig gut. Bis über ein Kilo. Die hauen natürlich dann natürlich ja, richtig schön rein. Die haben ja richtig Kraft. Also das lohnt sich auch. Da könnte man natürlich auch nochmal in die Rekorde reinschauen von den Stippern. Die Stipprekorde, die wöchentlichen, welche Köder denn gerade so am besten laufen. 9,8 Kilo Fluorocarbon habe ich jetzt gerade. Und ja, zwei verschiedene Bollo-Routen. Ich muss sagen, die beste Bollo-Route, wenn ihr Bock habt auf das Posen-Endgame, und das ist halt die beste Bollo, sage ich, die beste Match-Route ist Preis-Leistungs-Verhältnis diese hier. Rebellion Match 420. Einfach bestes Preis-Leistungs-Verhältnis. Deutlich besser als jetzt hier die Monster Match, die ich hier gerade dran habe. Die grüne. Also da ist die Rebellion deutlich angenehmer.
von der Kohle her, die liegt glaube ich bei 5.000, 6.000. Und ja, warum die so viel angenehmer ist, das zeige ich jetzt gleich auch nochmal. Wir gehen nochmal eben rein, kurz auswerfen. Tja, ganz klarer Fall. Sie hat plus 5% aufs Posenangeln, plus auf die Montagen auch noch. Und das macht das einfach so entscheidend. Normalerweise sind diese Routen beim Grundangeln, beim Spinning deutlich teurer, wenn es plus 5 Posenrouten oder Posen, beziehungsweise plus 5 Grundangeln sind oder plus 5 Spinning. Also dieses Plus auf diese Montageart kostet eigentlich richtig viel. Hier beim Posenangeln irgendwie nicht. Das ist auch gut so. Das heißt, man kann hier mit der Match, mit der Rebellion Match richtig gut reinsteigen ins Posen Endgame. Und ja, ich sag mal, bis zum Karpfenangeln halt alles mitnehmen. Skillpunkte verteilen, vielleicht da auch einfach nochmal reingucken in das letzte Skillpunkte-Verteil-Video. Ich verlinke das nochmal. Da geht es nochmal essentiell darum, wo verteile ich denn die Punkte am effektivsten? Ist es denn sinnvoll, die Routen zu skillen zum Beispiel oder eben nicht? Oder sind es dann eben doch eher die Montagen und Co.? Ja, Regenbogenstint, davon waren heute Mittag und in den Morgenstunden nochmal deutlich mehr unterwegs von den kleinen Monstern. Aber ja, jetzt hier in Richtung Abend leider ein bisschen wenig. Vielleicht geht gleich noch ein bisschen was rein. Ich hoffe ja immer noch auf eine Trophy. Das wäre natürlich der Hammer. Alter, jetzt gehen hier die A-Lande rein. Das ist ja auch verrückt. Jetzt gehen hier am Abend die A-Lande rein. So groß hatte ich heute Mittag nicht. Abgefahren. Ja, aber mehr Regenbogenstinte. Ne? Deswegen bin ich auch hier mit nur 12er Haken. Vielleicht könnte man sogar noch ein bisschen leichter und kleiner reingehen. 16er Haken nimmt man ja auch gerne für Hasel. 250 Gramm Trophy-Gewicht, 16er Haken. Passt, glaube ich, da ganz gut. Und bestimmt auch hier für Regenbogenstinte. Na, und da geht direkt wieder einer ab. Und hat dann doch nicht so richtig gebissen. Ja, so langsam geht es halt jetzt hier in Richtung 23 Uhr und dann ist irgendwann auch vorbei. Das bedeutet dann, dass es ja, in Richtung Nachtangeln geht. Zum Beispiel geht es dann auf den Amurwels. Einfach mit Jig auf Amurwels. Auch da verlinke ich nochmal das letzte Video zum Amurwels, wenn dich das interessiert, wie man hier dann die Nacht überbrückt und dann noch ein bisschen mehr Kohle macht in der Nacht. Dann da einfach mal reinschauen, dann hast du sämtliche Informationen, wie und wo, auf welchem Setup das möglich ist. Andere Möglichkeit, hier mit der Pose zu stehen, ist natürlich direkt hier nebenan. Gleiches Szenario, so wie da, dann auch hier. Und das dritte Ding, was auch hier wirklich sehr angenehm ist, ist hier an diesem Pümpel oder so links daneben. Hier muss man einfach noch ein bisschen weiter auswerfen. Auch das hatte ich heute Mittag probiert. Und das war ganz gut, allerdings nicht so gut wie hier diese ultimative Stelle eben hier auch fürs Posenangeln an der Tunguska. Also, das lohnt sich am ehesten. So, ja, ich glaube, das war's. Es ist ja nach 23 Uhr kohlemäßig, gucken wir mal eben rein, 88 Silber jetzt hier in 13 Minuten. Also, kann man machen. Kann man gut machen und ich hoffe jetzt hier in den Morgenstunden beziehungsweise dann am nächsten Tag auf die nächste Trophy und wenn sie nicht reingeht, dann muss ich hier nochmal hin und nochmal hin und nochmal hin. Immer wieder testen, immer wieder probieren. Ich glaube, wir haben sämtliche Infos. 60 bis 90 Meter Tiefe, kleine Haken, nicht so groß rangehen. Köderkombination immer aktuell raussuchen aus den wöchentlichen Rekorden, auch wenn du das Ganze hier vielleicht erst in ein paar Wochen siehst. Die Spots bleiben immer aktuell, nur muss man natürlich auch immer wieder die Köder ein bisschen anpassen. Die Vorlieben der Fische, die ändern sich. Bedeutet also auch ruhig mal reingucken, was in den alten Videos hier zu dieser Position oder an der Tunguska allgemein am besten funktioniert hat oder wie gesagt in die wöchentlichen Rekorde. Ja, so viel dazu und dann würde ich sagen, sehen wir uns heute auf dem Freitag am Abend auf Twitch live. Da geht es nochmal los ins klassische Wettangeln am Freitag, wie jeden Freitag natürlich, Wettangeln an der Belaya Spinning Turnier, also ab Level 12 gut machbar.
Und dazu, weil es dann auch noch ein Geburtstagsstream wird, gibt es dann auch noch ein bisschen mehr zu verlosen bzw. zu gewinnen. Und ja, dann noch ein extra Turnier, was noch ein bisschen länger dauern wird als Zielturnier. 4,44 Kilo Fisch wird gesucht. Also, Petri Lümmels, wir sehen uns heute Abend auf dem Freitag auf Twitch live ab 19 Uhr und ansonsten ja, nahezu täglich entweder auf YouTube auch mal live oder eben auf Twitch immer ab 19 Uhr. Petri, bis zum nächsten Mal.